Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau Burgdorf. Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend. Gerne komme ich dieser Aufforderung nach und spreche etwas über die Situation, die wir momentan am Berliner Bodenmarkt analysieren können. Die Fragestellung ist sozusagen, wo kommt das Kapital her und ja, was hat das eigentlich mit der Bodenmarktentwicklung momentan zu tun? Ich möchte ganz zu Beginn Ihnen diese Folie zeigen. Nee, zurück. So, diese Folie zeigen, das ist nicht parallel hier mit dem Monitor, warum auch immer. Das ist das, worüber relativ viel in der Presse zu lesen ist. Wir sehen sozusagen eine steigende Preiskurve für Bauland in Berlin. Die Preisentwicklung am Berliner Baulandmarkt seit der eben schon mal benannten Finanzkrisenphase. Und man sieht eigentlich, dass trotz Finanzkrise sich diese Bodenpreisentwicklung nach oben schraubt, kontinuierlich eigentlich bis 2016 auf das Doppelte, wenn man so will. Also von 200 Euro in 2008 auf 400 Euro in 2015, 2016. Und jetzt letztes Jahr nochmal erheblich gestiegen ist auf 700 Euro pro Quadratmeter. So, und jetzt möchte ich Ihnen gerne dazu noch zeigen, was mit der Menge des Baulands sozusagen passiert ist. Hier sieht man nämlich genau die gegenläufige Entwicklung. Die Menge, also die gehandelte Fläche an Bauland in Berlin, ist seit 2008 in verschiedenen Sprüngen gesunken und insbesondere in 2017 am stärksten, sodass man hier eindeutig den Zusammenhang zeigen kann, wenig Menge, hoher Preis. Also wir sehen, der Bodenmarkt funktioniert, ja, wenn auch tragisch an dieser Stelle, weil er natürlich zu Verwerfungen führt und zu problematischen Preissprüngen, die uns beschäftigen. Aber das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Und wenn man jetzt sagt, okay, das endet ja 2017, wie geht es eigentlich weiter? Und man schaut in sozusagen das, was der Gutachterausschuss jetzt aktuell veröffentlicht hat, dann sieht man allerdings hier an den Bodenrichtwerten gezeigt, nicht an den Preisen für Bauland sozusagen, sondern Bodenrichtwerte, das sind auch Bauvorgänge, sieht man, alleine in den ersten 5 Monaten in 2018 ist dieser Bodenpreis nochmal um 21% gestiegen. Das heißt, wir sehen hier eine enorme Anspannung an diesem Markt. Und das hat eben damit zu tun, dass wenig Fläche gehandelt wird. Hier nochmal die Bodenrichtwerte für unterschiedliche Baulandkategorien. Wir sehen hier in Rot dargestellt die Bodenrichtwerte für Mehrfamilienhäuser in Berlin. Und insbesondere in dieser sozusagen, in diesem Teilmarkt, in diesem Teilsegment, haben wir seit 2016 einen Preissprung von plus 146%. 145. Das heißt, wir haben hier enorme Steigerungen beim Boden und es ist völlig klar, und das leuchtet auch jedem ein, wenn man sozusagen heute versucht, auf diesem Boden dann zu bauen, ist es viel teurer. Man muss eigentlich viel mehr Preis, viel mehr Miete nehmen, egal ob man ein öffentlicher Entwickler ist oder ob man ein privater Entwickler ist. Der Boden ist wahnsinnig teuer geworden und der Preisdruck auf den Mietwohnungsmarkt und auf den Eigentumswohnungsmarkt wird weiter anhalten. Das heißt, das Flächenangebot reicht nicht aus, um die Nachfrage zu früheren Preisen zu decken. Die Bodenkäufer konkurrieren sich gegenseitig hoch. Die Risiken für die Anbieter steigen, weil sie natürlich hoffen, dass sie mit zukünftig steigenden Mieten und steigenden Eigentumspreisen diesen steigenden Bodenpreis wieder reinholen. Ob das funktioniert, wird man sehen. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine, wie soll man sagen, eine spekulative Tendenz im Markt drin, die man, ja, wie kriegt man die raus? Darüber werde ich gleich nochmal was sagen, die aber auf jeden Fall hier die Preisentwicklung weiter befeuert. Aber es sind ja nicht nur sozusagen große Unternehmen, die hier am Berliner Bodenmarkt versuchen, am Wohnbaulandmarkt sozusagen
Flächen zu kaufen, sondern es sind ja auch Häuslebauer, die versuchen irgendwo sozusagen ihre paar Quadratmeter für ihr Eigenheim zu kriegen. Und hier wird natürlich die Eigenheimnachfrage zusätzlich befeuert durch die niedrigen Zinsen. Die Leute wollen alle auch kaufen. Und die Frage ist eben, kann man mit diesem hohen Bodenpreis noch wirtschaftlich und sinnvoll bauen? Die Spekulation bedeutet im Grunde genommen eine Vorwegnahme einer Erwartung in Bezug auf weiter steigende Preise am Berliner Wohnungsmarkt. Und das ist das, ich sag mal, bewusst Problematische, weil diese Spekulation kann völlig übertrieben sein. Es ist eine Erwartung. Es ist wie in einem Aktienkurs. Ja? Man erwartet einfach, dass die Firma Tesla ganz toll ist und super Autos baut. Und in Zukunft wird das alles auch gewinnträchtig und deswegen steigt der Aktienkurs. Und so ähnlich ist es hier eben auch. Und da muss man überlegen, wie man damit umgeht. Es wurde danach gefragt, was ist eigentlich sozusagen, wo kommt das Kapital her? Was ist die Nachfrage am Bodenmarkt? Und man muss fairerweise doch sagen, dass Berlin inzwischen zu einer Boomtown geworden ist in internationaler Perspektive, in dem sicheren Hafen Deutschland, der von Investoren geliebt wird. Und es gibt ein steigendes Interesse international am europäischen Immobilienmarkt. Das betrifft natürlich nicht nur Berlin, das betrifft genauso Paris und London und andere Regionen in Europa, aber es betrifft eben auch Berlin. Und Sie sehen hier sehr schön, also wenn man internationale Immobilieninvestoren befragt, dann sagen die, wow, Europa ist super und Deutschland noch viel besser. Und insbesondere auch, wenn der Euro vor die Hunde geht, Berlin geht. Ja, das ist das, was die Leute denken, wenn man aus internationaler Perspektive schaut. Und wenn man die Zahlen sich mal anguckt, dann sind es allein 54 Milliarden Euro, die sozusagen internationale Investoren nach Deutschland tragen und davon eben ein Großteil, fast 10 Milliarden, nach Berlin. Berlin steht inzwischen auf Nummer 1 im Ranking der europäischen Investitionsstandorte, was am Immobilien, was den Immobilienmarkt betrifft. Man sieht das sehr schön vor Hamburg, vor Frankfurt. Also die deutschen Städte sind relativ weit oben. Hier wird in einem relativ komplexen, sozusagen indikatorengestützten Verfahren versucht zu schauen, wo lohnt es sich am meisten. Und Berlin ist auf Platz 1 im Europa-Ranking. Und auch im Wohnungsmarkt, wenn man internationalen Beratern hier Glauben schenken mag, ist Berlin als Global Hotspot auf Platz 1 gelandet, weil die Mietendynamik so attraktiv ist für Investitionen. Das heißt, hier ist diese Story sozusagen, wir glauben daran, die Mieten werden weiter steigen, deswegen können wir auch teuren Boden in Berlin kaufen und damit unser Geschäft machen. Diese Story wird nach wie vor erzählt. Jetzt habe ich hier nochmal geschaut, wie hat sich sozusagen das Investitionsvolumen in Berlin selber entwickelt in den letzten Jahren. Wir sehen hier, wir hatten schon mal einen Höhepunkt in 2015, der ist in 2018 übertroffen worden. Dies sind allerdings nicht nur bodenwirtschaftliche Investitionen, hier sind alle Sektoren mit drin, auch Büromarkt, vor allem sogar Büromarkt, aber auch die haben natürlich alle auch Boden mit dabei. Und man sieht ein Phänomen, das auch der Gutachterausschuss in Berlin feststellt, die Paketverkäufe, also die Portfolio-Deals, sind zurückgegangen. Stattdessen haben wir wieder mehr Einzelverkäufe. Aber das Niveau ist sehr, sehr hoch und wenn man mal schaut, wer so dahinter steckt, dann wissen wir, bei diesen gesamten Immobilieninvestitionen sind es rund 58% Investoren aus dem Ausland. Deshalb meine Geschichte sozusagen mit dem attraktiven Investitionshafen Berlin. Diese Zahl gibt es nicht für den Bodenmarkt alleine. Ich weise also darauf hin, das bezieht sich auf alle Immobilienmarktsegmente, 58% ausländisches Kapital und das geht also durch die klassischen Anbieter hier im Bereich Investment oder Asset Management. Das sind die Immobilienaktiengesellschaft oder sogenannte Real Estate Investment Trusts, also Verbriefungen von sozusagen Immobilieninvestitionen. Es sind Spezialfonds, aber eben auch Projektentwickler, ja, die sozusagen hier Wohnungsbau machen wollen oder auch Pensionskassen, die versuchen für ihre Rentner das Geld in Berliner Immobilien gut anzulegen.
Wenn man internationale Investoren fragt, was momentan sehr stark den internationalen Investor umtreibt und beschäftigt, dann ist es auch das Thema, was wir hier in Berlin haben. An zweiter Stelle kommt sozusagen die Möglichkeit, überhaupt Flächen zu erwerben. Also Flächenknappheit ist ein Riesenthema im Moment und sozusagen die Berliner Geschichte ist da eine unter vielen. Deswegen ist es ein sozusagen auch globaleres Phänomen, dem man aber trotzdem lokal begegnen kann. Das will ich damit nicht sagen. Also wir haben eine stark gestiegene Konkurrenz und stark gestiegene Preise am Berliner Bodenmarkt. Die Nachfrager akzeptieren sinkende Renditen und steigende Risiken. Ja, also man geht weiter ins Risiko, man hofft eben auf diese steigenden Eigentums- und Mietpreise und man hofft aber weiter auch auf eine wachsende Nachfrage. Sie wissen, die demografische Entwicklung ist natürlich auch hier ein Schlüssel. Das Problem der Spekulation ist, dass sie zum Teil überschießende Entwicklungen auch zeigt. Und was kann man tun? Also wenn ich als Ökonom sehe, dass eine Angebotskurve, eine Flächenkurve so stark nach unten geht, würde ich sagen, gebt Fläche in den Markt, damit der Bodenpreis sinkt. Jetzt wurde eben aber schon mal erzählt, ja, wir nehmen gerade die Fläche aus dem Markt raus. Darüber können wir später mal diskutieren. Also meines Erachtens müsste mehr öffentliches Bauland angeboten werden. Ich weiß allerdings, dass der Berliner Senat hier einen begrenzten Spielraum nur hat. Mir wurde von der Senatsverwaltung gesagt, von ca. 900 Landesflächen für Produktion sind 100 Hektar, also 900 Hektar sind 100 Hektar kurzfristig veräußerbar. Und bei den Potenzialflächen für Wohnungsbau gehören dem Land 20%, kurz- und mittelfristig betrifft das sogar nur 15%, die hier veräußerbar wären. Aber immerhin, es gibt diese Flächen. Man kann aber auch durchaus mehr Bauland ausweisen, insbesondere infrastrukturnah, aber darüber wird ja auch durchaus diskutiert. Es gibt ja sozusagen die Wohnungsbauleitstelle, die auch sehr viel unternimmt und macht. Ein Instrument, was relativ selten diskutiert wird, ist sozusagen Baugenehmigungen mit Verfallsdatum auszuzeichnen. Das ist meines Erachtens eine ganz gute Strategie, die in den Niederlanden auch gefahren wird, denn die Spekulation bleibt ja im Markt, weil die Baurechte auf den Flächen, die ich weiter nicht nutze, erhalten bleibt. Wenn ich aber sage, das Baurecht verfällt, beispielsweise nach 2 Jahren, dann muss gebaut werden. Ja, es sei denn, ich entwerte mein eigenes Eigentum. Also das ist ein Aspekt, über den man diskutieren kann. Die ganze steuerliche Seite muss auf den Tisch. Es ist, die Bundesregierung hat gesagt, der neue Finanzminister, es wird im Dezember ein Vorschlag vorliegen für die Reform der Grundsteuer. Nächstes Jahr endet 2019 die Möglichkeit, hier sozusagen eine Grundsteuerreform durchzusetzen. Ansonsten ist die Grundsteuer weg vom Fenster und damit 13 Milliarden Einnahmen weg für die deutschen Kommunen. Wir brauchen eine Bodenwertsteuer, eine Steuer, die den Bodenwert und seine Knappheit oder die Knappheit des Bodens in den Fokus nimmt und die sozusagen darüber Flächen mobilisieren hilft. Weil ein Boden, der teuer ist, aber nicht bebaut wird, wird bestraft. Und einen solchen Effekt haben wir bei der momentanen Grundsteuer nicht. Die Innenentwicklungsmaßnahme wurde genannt. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, was bundesweit eingeführt werden müsste. Das kommunale Vorkaufsrecht muss gestärkt werden. Ich sage aber ganz bewusst das preislimitierte Vorkaufsrecht, weil alles andere sozusagen viel zu teuer ist. Und eine Anmerkung sei mir erlaubt. Wenn ich in einem Bundesland bin, das die Grunderwerbsteuer auf 6,5% angehoben hat und damit das Wohnen automatisch verteuert, kann man eigentlich nur fordern, die Grunderwerbsteuer wieder auf das Niveau von 2006 zurückzuführen und wieder zu senken auf 3,5%. Das wäre in vielen Bundesländern ein guter Ratschlag. Das ist ein bisschen doppelzüngig von vielen Landespolitiken, sage ich jetzt mal so. Auf der einen Seite, wir müssen was gegen steigende Mieten tun. Auf der anderen Seite haben wir aber mal eben kurzfristig die Grunderwerbssteuer erhoben oder erhöht. Konzeptvergaben müssen weiter gestärkt werden, aber da ist Berlin offensichtlich auf einem guten Weg. Mit diesen Ausblicken und Hinweisen möchte ich es dann auch bewenden lassen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus